Genau das habe ich dann wieder drauf. Wir haben am Auto gehofft und mussten beide gleichzeitig wirklich lachen, weil das so geil aussah. Robert macht den Haken. Schweinefleischdefizit. Hm. Das holen wir heute mal wieder rein. Nach ländlichen lecker Bolognese-Soße. Boah, da ist. Da fliegt das Snowboard. Da geht's ab. Oh, das gefällt jetzt bis hier runter. Der Typ liegt da oben. Echt? Du hast ja von alles Ahnung. Da gab es mal so eine russische Rodlerin, so eine Weltmeisterin, die wog. Also je schwerer, desto schneller geht sie auch die Bahn runter. Das ist ein klassisches Gesetz. Die war so eine Schwabbelbombe. Die lag auf diesem Rodelschlitten drauf und dann immer Zeitlupe. Du sahst richtig, wie die Bewegungen von der Bahn so auf ihr Fett übergesprungen sind. Und dann gab das so wurr, so Wellen. Die hat drauf gelegt wie ein Walross. Verwundet. Naja, der Schuh war ausgeleiert. Nach 5 Jahren Snowboarden, der hätte einfach nicht mehr so gegriffen und ich glaube, dass es daran dann lag. Also hier, ist ein bisschen dicker geworden hier so. Das merke ich auch hier ein bisschen dick. Ist jetzt kein extremer Schmerz, aber das ist dieser Pain, den man ignorieren kann. Aber no pain, no gain, Alter, was soll ich sagen, Mann? Scheiße, Mann.
Das ist bestimmt jetzt auch wieder irgendwas. Das dauert immer ein bisschen, bis der Athlet, ne? Jetzt meine Fleisch defußet. Was? Ich hab keine Fleisch. Go jetzt, go. Ich hab dir auch. Ich bin Markenschwein, gell? Stimmt ja gar nicht. Scheiße. Nur ein kleines. Robert? Jo. Guck mal grad. Los, machen wir den Klitoris. Und jetzt? Ich hätte gerade eben das gerne aufgenommen, dass was? Du da so die Frauen philosophiert hätte hast. Tja, siehst du, hast du da verpasst zum Glück. Jetzt würdest du jetzt Sachen wissen, die alle gerne wissen würden. Dann würdest du es auf YouTube stellen und denken, du hättest den Stein der Weisen gefunden. Den gibt's aber nur... Den habe ich doch schon gefunden, den Stein der Weisen. Echt? Wo? In der Cornflakes-Packung? Nein. Der liegt unter einer... So, jetzt gehen wir alle ins Bett. Modisch gestreift. Wenn dann alle ins Bett und dann ordentlich Bettdecke. Schlafen gehen. Und dann morgen Leistung bringen. Und das geht's nicht. Ja, ich komme bestimmt nicht morgen hierher, um euch zu wecken. Ne? Ne, das ist mir so Pussy-Lover-mäßig. Ja, meine Uhr geht nicht hier. Ha ha ha.